Mikrofon. Herzlich willkommen auf der Demo in Hannover. Es sind schon einige Leute da, wie man sieht. Sehr schön. Es werden immer mehr. Revolution. Im Fenster, wieder ein grauer Tag, ich steuer zum Gangster. Schicke E-Mails, lese Nachrichten, lese, was die Politiker wieder für Entscheidungen treffen. Atomkraftwerk weiter geduldet, um Kohle zu sichern, bis ich hier Tiere nehme. Eisenkultur wird nicht weiter gefördert, aber der Untergrund hat sich schon selbstständig gemacht. Der hat eine fette Bands gerissen, neue Fresh Styles, bis dieses System zusammenkracht. Revolution, zu entdrohen gegen die Technik und den Klo. Geht du Liebe für die Armen, frei für alle Völker und den menschlichen Namen. Keine Waffe, kein Krieg, mehr Bäume. So sieht die Welt aus, schon mehr in Träume. Die mächtigen Gesetze und Ordnung sind mir zu abgefahren. Es ist Zeit, alle zu warnen. Wir müssen Kinder schützen vor all den Gefahren. Setz mit einer Fettparty das System lahm. Wir kritisieren Atemjagd ohne Scham. Gegen der Atomkraft, gegen die neue Weltordnung, gegen EU. Gegen Gentechnik, gegen jeden verbilligten und hergestellten Schuh. Kontrollieren die Politiker, ene mene mu und raus bist du. Sie versuchen uns mit Polizeistaat zu unterdrücken, aber stehen zu viele auf und sehen die Lücke. Es ergibt keinen Tag ohne das schwache Menschen, das System muss einander pflücken und nur die Finanzhaie stärken den Rücken. Die Demonstranten passen in kein Raster mehr. Aus allen Schichten kommen sie her, jung und alt, alle sind dabei. Wir sagen unsere Meinung, denn die Gedanken sind frei. Wir kommen mit unserer Botschaft die Stadt zu. Der Friedensentwicklung, Seeds, East Development, True. Okay, und jetzt könnt ihr den Part mitsingen, das geht's hier.
Von Kiel bis München und von Essen bis Dresden, den Menschen auf die Straße, um genau das hier zu sagen: Atomkraftschluss. Hallo, Bella. Das ist ein Zweiklang. Jo, bitte. Ich muss euch mit den Auflagen der Polizei vertraut machen. Ihr habt euch gewundert, die Treppe ist abgesperrt. Ganz wichtig war Ihnen, die Treppe darf nicht betreten werden. Na, was haben wir denn da? Ja, und das führt dazu, dass neben den anderen Kosten, die wir natürlich ohnehin schon haben, wir auch noch diese bescheuerten Absperrgitter bezahlen müssen, die wir gar nicht wollen. Und daher bitten wir euch herzlich, es werden hier Leute über den Platz gehen mit Spendendosen. Tut da großzügig ein paar Euros rein, wir können das gut gebrauchen. So, als erster wird jetzt Ralf Strohbach von der Bürgerinitiative Umweltschutz euch sagen, was er von der aktuellen Atompolitik hält. Liebe Freundinnen und Freunde, in 80 Tagen um die Welt hat der Jules Verne seine Weltreise genannt. Der Unfall in Fukushima, halb um die Welt, ist 78 Tage her. 78 Tage, ich weiß noch, was ich damals gemacht habe. Ich habe vor dem Fernseher geklebt. Was passiert dort in Japan? Etwa das, was wir jahrelang befürchtet haben? Bei einem Atomkraftwerk nach dem anderen flog die Gebäudehülle in die Luft, bis nur noch die Stahlgerippe standen. Die Stromversorgung von außen brach zusammen, die Notstromdiesel auch. Die Batterien waren irgendwann leer. Aus lauter Verzweiflung wurde Meerwasser mit Wasserwerfern über die überhitzten Reaktoren gespritzt. Morgens kamen immer die gleichen Nachrichten im Radio. Abwechselnd in den verschiedenen Reaktoren 1, 2, 3 oder 4 hat es eine Explosion gegeben. Aber Kernschmelze, sagt der Betreiber, nein, die hat es natürlich nicht gegeben. Heute wissen wir, in den ersten Tagen hat es bereits 3 Reaktoren betroffen mit Kernschmelzen. Und die Betreiber wussten das. Und nun, 78 Tage später, schallt die Bundesregierung, wie lange dieses Risiko bei uns noch dauern soll. Um Zeit zu gewinnen, hatte Frau Merkel eine Ethikkommission einberufen und die Reaktorsicherheitskommission sollte nochmal die Atomkraftwerke prüfen. So haben dann 16 Herren in 6 Wochen 17 Atomkraftwerke geprüft. Das geht natürlich gar nicht so schnell. Deswegen haben sie sich auch nicht vor Ort umgesehen, sondern haben mal die Akten angeguckt. Dann haben sie noch bei den Betreibern ein paar Fragen gestellt und schwupps, fertig war der Sicherheitsbericht. Das ist etwa so, wenn die Hauptuntersuchung eines Autos etwa so abläuft, der Prüfer fragt dann mal per E-Mail, na, sind denn die Bremsen und die Reifen denn okay? Ja, dann antworten wir mal, alles in Butter und schon ist die Plakette da.